sehen uns auch. Reitschuster.de. Neulich kam jemand zu mir und sagte: Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Selten hat sich in meinen Augen ein Politiker so entlarvt wie Olaf Scholz hier mit dieser Aussage. Dieser Zynismus, diese Verachtung, diese Häme für die normalen Bürger, die man unterschwellig bei ihm auch so spürt, die ist da regelrecht aus ihm herausgebrochen in meinen Augen. Und ich habe ja viele Politiker persönlich kennengelernt und die sind ganz unterschiedlich. Der Gerhard Schröder, der blüht vor der Kamera auf. Wenn die Kamera aus ist, wirkt er dann eher ein bisschen jämmerlich. Bei Merkel war es oft umgekehrt. Michael Gorbatschow immer sehr charismatisch, jemand wie der Westerwelle. Immer sehr kühl, ich könnte über viele erzählen, mache ich sicher auch mal. Und bei Scholz ist mir aufgefallen, wenn man ihn persönlich trifft, ohne Kamera, da wirkt dieses Lächeln noch zynischer und er wirkt noch hämischer. Er wirkt so, als habe er eine große Arroganz und etwas von oben herab den Menschen gegenüber. Und bei dieser Aussage hier wird das richtig deutlich. Da bricht das aus ihm heraus. Schauen Sie sich es nochmal an. Neulich kam jemand zu mir und sagte: Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ja, in meinen Augen schlicht und einfach phänomenal. Und wie die Menschen da wegsehen, wie viel Kraft man braucht, um das zu verdrängen, was da für eine Einstellung ihnen gegenüber da ist, wie er ihnen gegenüber sich regelrecht lustig macht und dann auch noch sagt, ja, es war schwierig, ein ernstes Gesicht zu machen. Also der geniert sich gar nicht mehr, dass er sich verstellt. Er gibt das auch noch offen zu und das ist phänomenaler Zynismus, der ja in Deutschland immer mit dem Sarkasmus verwechselt wird. Und ich erkläre das immer so: Zynismus ist so, wenn einer am Boden liegt und der andere ihn, obwohl er wehrlos ist, haut, wenn der haut, sagt, das macht dir Spaß, das ist Zynismus. Wenn der am Boden liegt, dann sagt, das macht mir Spaß, das ist Sarkasmus. Sarkasmus ist die Notwehr des Opfers. Zynismus ist das, was Herr Scholz hier an den Tag legt, dass er diejenigen, die unter seiner Politik leiden, dass er die auch noch verlächelt, verspottet regelrecht und dann auch noch ganz offen sagt, ich wusste gar nicht, wie ernst ich das Gesicht machen sollte. Es macht mich fassungslos. Aber wenn es die Leute mit sich machen lassen, naja, jeder hat die Regierung, die er verdient. Jedes Land hieß es einmal. Und da ist was dran. Alles Gute, danke. Wieder reinschauen und sorry, dass es so kurz war. Vielleicht ist es ja auch ein Segen, dass es mal so kurz war. Alles Gute, danke, ciao. Neulich kam jemand zu mir und sagte: Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Reitschuster.de.